So, also wieder moin, moin Leute auf YouTube, seid gegrüßt zu einer neuen Runde Subsistence zusammen mit Salazar, Alex und dem Gerd. Dreimal moin. Moin. So, schaffen wir heute moin. Schaffen wir heute die Hühner? Man weiß es nicht. Wir brauchen hier noch 4 Plattformen, wir brauchen den Hühnerstall und überwiegend brauchen wir eigentlich Nägel. Wir können natürlich Nägel craften mit unseren Baumaterialien, aber ich bin da immer zu geizig für irgendwie das gute Baumaterial da an der Workbench und zu Nägeln zu verarbeiten. Sondern ich würde hier noch mal ein bisschen durch die Gegend latschen in der Hoffnung, ein paar Kisten in der Nähe zu finden. Da schon mal eine, da ist aber natürlich auch wieder ein Wolf. Ach, das ist doch auch immer das gleiche hier. Ich habe nur 2 Pfeile. Danny? Ja, noch Pfeile übrig oder irgendwas? Ja, was gefunden. Wir hätten auch noch Premium-Pfeile, glaube ich sogar. Okay. Ja, ich würde den Wolf zur Base bringen, das ist also kein Schrot für den verschwenden, das lohnt nicht, das müssen wir mit billigen Pfeilen machen. Okay, Achtung, rennen. Wolf kommt. Ich bin noch auf Tour. Warte ruhig, warte, nichts mehr. Ist eine Truhe irgendwo hier vorne, ne? Wo war die? Ja, hier. Ich hatte aufgeschrieben, also gut, ich laufe. Oh, hier Nägel, sehr gut. Sollen wir bei 3, warte mal, 1, 2 und 3. Sehr schön. War da nämlich keine Chance mehr wegzulatschen. Ist natürlich Gefahr, wenn wir nicht ganz gleichzeitig schießen, dass er dann schon wegläuft, ne? Ja. Aber ging gut. Ein Fleisch, ein Fett und ein Stoff. Okay, ich gehe weiter und sammle hier Kisten in der Nähe, bis dunkel wird. Nochmal Nägel, perfekt. Brauchen wir dringend. Ah, mich greift ein Bär an. Wo bist du? Nicht weit weg von der Base. Der eine Wand, wo die 2 schlafen, würde ich wegmachen und woanders einsetzen. Ja, machen wir. Gut. Oh, da. Bei Gelegenheit. Tosch. Mhm. Im Südosten. Ja, aber ich glaube, ich schaff's da hinzukommen. Wenn ja, der Bär ist tot, oder bist du tot? Ich Alex, ne? Ja, der kam hinter mir. War schon auf dem Weg zur Base wieder. Mist, der ist immer noch um die Tasche rum. Aber ich glaube, ich krieg's. Ah, wieder ein Hick. Chicken gefangen. Ich schwimme auch mal zurück zur Base. Wird langsam wieder dunkel. Mhm. Vulkanschnell gefragt, Alex, wie es geht, falls du noch nicht selber gelesen hast. Alex, wenn wahrscheinlich jemand kommen würde. Beschäftigt. Unterwegs. Noch einen Rundgang für Nahrungssuche vornehmen. Ablenkt. Ja, ich meine, Nahrung ist mir gar nicht mehr so schlecht tatsächlich. Wir brauchen aber eher diese Baumaterialien. Dafür werden wir auf jeden Fall einen Rundgang machen. Ich denke auch, dass wir nochmal wieder auf Bruna-Jagd gehen. Er ist schon wieder in meiner Nähe. Verdammt. Oh, er ist bei mir. Wer dir denn? Wo bist du, Gerd? Ja, hinter dir. Ich glaube, okay. Ich hab dich. Echt so einen komischen Kram, Leute. So, dann würde ich jetzt erstmal. Ich bin tot. Ach Gott, Tomatensamen. Und hier mit rein. Ich lauf jetzt nach dir, Alex. Sag dir Bescheid, wenn das Level 10 Bär ist, dann lohnt sich das. Das ist Level 4. Und Alex ist auch fast tot. Und da läuft auch noch ein Wolf. Noch haben wir ja nicht so übermäßig krass viel Gemüse, dass wir jetzt schon mit Hühnern schon loslegen, oder? Ja, jetzt ist er Level 5, Salazar. Das ist doch grausam, Leute. Ja, ne, tu das Note.
drin und die zwei Seile und 90 Masse. Dann hätten wir das. Dann mache ich jetzt die zwei Seile und haben wir den Hühnerstall auf jeden Fall. Ich brauche wieder meine Sachen. Ja, wenn wir gleich auf Rettungstour gehen müssen, also Sachen suchen müssen, ich weiß nicht genau wo, aber. Mal gucken, wo bin ich. Oh. Das ist da noch ein bisschen. Also da nehmen wir jetzt mal so Sachen raus. Also in der Essenskiste ist in Zukunft echt nur noch irgendwie Zeugs, was man essen kann. Oder dieses Gemüse, ne? Also diese Trink hier, Fischzeugs und so. Und Saatgut. Okidoki. So, auf jeden Fall, wie ist dein Eiweißhaushalt, Salazar? Voll gut, oder? Mein auch, ja, ich bin bei 3/4. Schön im Grün. Nicht, dass es denn vielleicht noch ein Hühnchen essen oder so, nicht, dass es schlecht wird, das wäre echt zu schade. Oh Gerd, wo bist denn du gespawnt? Du kannst ja auch dieses Kalium, diesen Dünger nehmen, ne? Ich glaube, oder wofür brauchen wir Kalium sonst, außer als Dünger? Wo ist denn das? Mit in diesem Schmelzofen. Weil ich mein, Kalium war dieser Superdünger, wo du nicht viel von brauchst. Achso, Dünger und Herstellung von Schießpulver. Na gut, Schießpulver ist nicht ganz unwichtig vielleicht, aber kannst auch ruhig als Dünger nutzen. Ich hab das mal genommen und geh mal nach oben schon mal. Gerd, falls du früher da bist, nimmst du meine Tasche mit. Ja, wo laufst du denn? Noch weiter weg. Mal, also auch ziemlich in der Nähe, wo du tot. Links von dir ist ein Feuer, wenn du der Mappe guckst. Oh, ja. Ach, dann mach hier eigentlich auch noch diese Truhe, ist ja eigentlich auch noch komplett leer. Da sollte eigentlich sowas Besonderes rein. Ich glaube, ich habe mich jetzt total verlaufen. Verdammt. Einmal essen. Weil da, wo du warst mit dem Bär, da bin ich dann um die andere Seite rum, wollte ich eigentlich. Ja, ich... Der lauft hier ein Level 5 Bär und ein Level 1. Ja, genau. Da in der Nähe. Wir können auch einen Fisch craften. Ja. Ne, 1200 Energie braucht man. Dafür bräuchte man noch einen Stromspeicher mehr. Aber ich habe halt auch nichts dabei. Das ist es, das Problem. Ich bleibe mal bei unserem Ursprungsplan. Also, wir machen das wie folgt: Wir bauen jetzt erstmal den Hühnerstall. Der kommt jetzt hier zwischen rein, wird dann noch rundherum eingebaut. Ich habe noch ein lebendes Huhn, was ich gleich rein platzieren könnte. Brauche natürlich dann vielleicht schon den ersten 2-3 Gemüseeinheiten damit rein. Dann werden wir danach einen Kühlschrank bauen. Den ersten Stromspeicher. Den können wir sogar auch direkt bauen. Wir brauchen halt mehr Strom. Muss halt der Generator mal ein bisschen laufen. Das ist nicht das Problem. Biotreibstoff haben wir auch mehr als genug hier. 200 Einheiten. Irgendwas ist wieder hinter mir her. Toll. So, beim zweiten Generator. Ach, jetzt ist es tot gegangen. Na ja, gut. Sehe ich hier in der Nähe von deiner Tasche, Alex? Ist dann so. Von der einen ja. Ihr kommt zurecht, ne? Ansonsten hättet ihr um Hilfe gerufen wahrscheinlich. Von der, wo ich Ding, wo alles drin ist, ja, du musst weiterlaufen
etwas nach rechts. Ne? Also ein Stück. Dich nach rechts drehen und dann weiterlaufen. Im Südosten. Also. Ja. Wir müssen ja auch noch nicht platzieren, aber auf jeden Fall haben wir ihn schon mal und verlieren darf man ja auch nein, nicht. Andersrum, Gerd. So, Stromspeicher. Ja, und jetzt... Nee, da wo du warst. Jetzt gerade, ja. Ja, da jetzt ist ein Bär. Da geradeaus. Ja, da ist ein Bär und ein Wolf. Achso. Zweiter Generator. Dann, aber eigentlich, ach, die Photovoltaik und so, das schaut gerade auch in der Wenn du dann so entlang läufst, läufst du genau auf meine Etage zu. Dafür brauchen wir Platinen, die haben wir noch nicht. So, dann gibt's noch. Ich glaube, da noch so ein Bohrer, ne? Was war das? Blutlichtschalter. Ja, da komme ich nicht. Hm? Da haben wir mehr, haben wir Dani und Salazar auch nötig. Mhm. Im Dunkeln? Ungern. Naja, wir warten, bis Licht ist, aber. Wo seid ihr denn? Ich sehe da einen ein bisschen rechts. Und einen haben wir ja, weit da unten. Da bin ich. Den, wo du weit rechts siehst, das ist Gerd. Und ist Hammer weit unten bin ich. Bei Gerd in da, der Nähe wo Gerd sind ist, hier. Wenn ihr da in die Richtung weiterläuft, ist meine Tasche. Oh, du bist echt weg. Ich sehe schon wieder Feuer hier, ne? Ja. Aber da, wo sonst immer einer war, um den See, müsste man auch laufen können aktuell, oder? Ne, da oben ist auch ein Feuer diesmal, okay. Eins, zwei, drei. Sie sowieso drei Feuer. Im Norden. Im Norden Osten sich, von ja. uns. Und dann. Aber da, wo die Fischreusen sind, also da unten ist bisher noch keine. Da, wo dieser Wasserfall ist. Ja, da läuft auch was, aber. Da sehe ich kein Feuer. Nur unser Plateau auf dem Map. So, Nägel und Seile brauchen wir. Und natürlich lebende Hühner. Hier ein Level 3 Wolf. Der ist einfach weggestiefelt, jo. Ja, ich habe ihn einmal nur angeschossen, aber... Nicht ein Level 3 Wolf gleich erschießen, ne? Ist ja auch ein bisschen Rohstoff. Hattest du das Fleisch gegessen eigentlich oder ist das noch? Also ich habe das aus dem Ofen in die Kiste getan und das eine aus der Kiste gegessen. Oh, das aus dem Ofen war gut. Das wäre sonst jetzt recht kohlelastig. Eben. Dumme Wolf jetzt hin, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich kann doch nicht weggelaufen sein, oder? Aber nicht schon wieder, wenn er schräg läuft. So, ein Schüsschen noch. 9 hat er noch. Tschüss. Gute Nacht. So, der einmal zwei Fett, ein Fleisch, ein Stoff. Aber dafür 4 Pfeile ist auch immer echt teurer Rohstoff, ne? Naja. So. Frisch gewartet. Hier weg, hier lag davor noch eine Kiste. Ne, da ist sie doch.
Ihr kommt nicht voran, oder? Also. Also ich bin gleich wieder bei der einen Tasche, wo der Bär ist. Und der Wolf. Ich laufe erstmal wieder. Wieso, wo bist du gespawnt schon wieder? Weiter im Osten. Ja, ich hab's fast ja. Ich lauf grad straight drauf zu. Wetter ist auch nicht unbedingt schön, um gut zu gucken. Also man sieht da nicht so viel irgendwie. Das war eben ein Kraut. Haben wir eigentlich eine Truhe noch mit dem großen Holzvorrat? Nicht wirklich, oder? Na toll. Nein. Jetzt ist alles weg von mir. Oh. Ist gerade verschwunden, der Totenkopf. So lange gedauert, oder? Ja. Zu viele Tote auch dazwischen. Das kann auch sein. Also es sieht so aus, als wenn die Jäger sich neu positioniert haben, ne? Ja, ne? Hab ich auch das Gefühl. Was, okay. Passt da ein neuer Angriff? Nee, nein, ganz also woanders, einfach. Noch nicht. So die, euren Punkt, da müsste jetzt ein Unterstand sein und da ist nichts. Also ist quasi der Level 5 Bär, das übergebliebene... Fugium der Jäger. Alles gut. Ja, es ist auch da. Also, ne, wenn man guckt, die Plattform. Wo ist denn unsere hier Puma-Plattform? Da unten ist die Puma-Plattform. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Jetzt sind sie neu formatiert, aber also vom. Ja, wie ist das? Vom. Das Blöde ist hier, ich weiß nicht, ob man noch am See oben rum längst laufen kann. Weil da konnte man sonst immer schön rumlaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Moin Moin, danke fürs Einschalten. Wer läuft dann hinten? Ich. Du, Gerd. Ah, oh, okay. Ja, ich muss einmal. Hast du denn deinen Kram wieder, Gerd? Oder hast du auch alles verloren? Also ich hab alles verloren. Ich kann mir Gerd, hast du dein Zeugs wieder? Neues. Nein, fast. Aber ich muss einmal umlaufen für einen Wolf. Ja, ansonsten müsst ihr ein bisschen mehr auch mal um Hilfe rufen und Bescheid sagen und so, dass wir wirklich zusammen. Das du kannst das ja heißt bei mir. Weiß ich nicht, dass wir den ganzen wichtigen Kram mehr verlieren. Alex, rechts ist der. Flint und alles drum und dran. Ich hab alles wieder. Hm? Ich hab alles wieder. Hast du's? Ja. Meins auch, oder wie? Nein, deine nicht. Leider. Ja. Deine lag da. Mein Kopf ist auch weg. Ich find's glaub eh nimmer. Müsste hier irgendwo. Ich weiß auch gar nicht mal, wo lang ich gelaufen bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin hier getötet und du warst hier weiter rechts. Also ich bin im Prinzip wollte ich hinter um dich rumlaufen. Eigentlich sollte das hier irgendwo liegen. Ich glaube, dass du den Berg noch wieder auf. Ich sag mal ein bisschen weiter. Ich glaube, Munition, das Waffenteile. Man oder hier eine. Schießpulver. Nägel. Immer noch viel zu wenig Nägel. Oh,
Da immer nicht drum rumkommen, welche zu craften. Also ich war im Prinzip zwischen Wolf und... Achso, das ist hinter uns, ist das Alex. Arimo. Ja. Gerd. Hm? Aber ich glaube, ich finde es eh nimmer, weil der... Mein Kopf ist eh weg. Ja, okay. Ja, bei dir ist natürlich gut die Klamotten ärgerlich, ne? Von eben so ungefähr. Und eine Angel und ein bisschen Schnüre. Bei mir, Schnüre. Ja. Bei den Klamotten sind auch wieder weg. Eigentlich wollte ich gar nicht so weit weg, bevor es dunkel wurde. Fett, der ist noch kein einzigen. Aber Alex und Gerd haben schon mehrere, glaube ich, auf der Uhr. Ich habe ein neues Beet. Beet Nummer 4. Ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile wieder genug Strom produziert. Ich höre, der Generator läuft immer noch. Nee, ich finde es nicht mehr. Braucht noch einen weiteren Stromspeicher. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Masse. Müssen wir den Massegenerator nochmal anschmeißen. Nee. Oh. Hühnchen esse ich mal, dafür lege ich gleich wieder, glaube ich, ein neues Stück. Zwei Wölfe. Würde? Na, zwei Wölfe. Eine Schrotflintenkugel in der Kiste. Jo. Irgendwann wird sich auch ein Revolver lohnen, ne? Bei schon 16 Schuss. Revolver? Ja, mir gecraftet, wo ihr auf Loot-Tour wart und wir, falls wir angegriffen wurden und ich alleine an der Base war. Ja, hat keiner was gegen, nur wie ich schon letztens sagte, ne? Reden wir ruhig miteinander, dann wissen wir auch Bescheid, was wer wie tut. Das ist immer cool, wenn man Multiplayer spielt, wenn man auch so ein bisschen mitkriegt, was die anderen machen. Und für die Zuschauer auch von Vorteil, was hier denn für Garnet? Gammeliges haben wir doch hier mit drin, naja, genau. Das müssen wir gleich mal auffüllen. Fleisch ist fertig, muss ich auch noch essen, ne? Damit ich wirklich voll Energie kriege. Gut. Ein Metallteil war noch. So, danach können wir jetzt Strom sparen für den Kühlschrank. Dann sollte man irgendwann sehen, das wäre wohl eigentlich ja auch ganz praktisch immer, dass man durch die Fenster schießen kann, ne? Ab und an, ja. Also bisher habe ich schon doch einige, glaube ich, durch die Fenster erschossen. Ich habe jetzt eine. Oder noch da. War da nicht irgendwo ein leeres hier, leerer Kanister drin?
keine Wasser, Trinkfläche mehr. Ich hatte jetzt Salazar meistens mit, ich weiß auch nicht, wo die alle sind. Irgendwie müssen wir generell mal jetzt Die Sache ist die, dass jetzt gerade eine Wasserflasche im Ofen war, die ausgetrocknet ist. Genau, die nicht ausgetrocknet. Die habe ich gerade getrunken und wollte sie mitnehmen, hatte aber noch eine andere. Und dann lief ich gerade wieder zurück und dann war sie nicht mehr da. Das war jetzt eine Sache von 30 Sekunden wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich sie aufgefüllt und reingetan. Habe ich dann noch 8 Pfeile. Überleben das Kleingetier hier, mal totes. Level 2 Wolf. Oh, unsere Kleintierfallen sind richtig ergiebig hier. Haben wir Glück gehabt. Haben wir noch 6 Stück? 1, 2, 3, 4, 5 und da hinten die 6. Ja, 3 kleine Tiere. Zwar alle tot, aber war schon nix. Gehst du angeln, Gerd? Ich hatte noch eine Scherbe gebastelt. Ja. Wie sieht euer Eiweißhaushalt aus? Salera, ich habe noch Kartoffelsaat. Grüner Bereich. Nur eine Essenskiste, das hole ich mir dann raus, wenn ich oben ernte. Essenskiste? Da Gemüsekiste, ne? Ja, das ist also Essenskiste. Das kann man wirklich schon so Essenskiste nennen mittlerweile. Ja, auch Fleisch mittlerweile da drin ist. Hat jemand zu viel Nägel? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ich habe noch 7. Jemand zu viel Fasern? Auch oder Tau? Brauche ich auch. Was baust du mit Tauen? Ja, ich habe jetzt schon mal eine Plattform weitergebaut hier. Ja, sehr gut. Linke Nägel auf Grund. Danny, links von dir. Danke. Okay. 3 frisch gebratene Stücke Fleisch in der Essensbox. Also, ne, wer als nächstes Eiweiß braucht, kann sich gönnen. Ich bin noch im hochgrünen Bereich, also ich würde schätzen, so sehe ich das in Prozent, sehe ich das nicht, ne? Ne, das kannst du abschätzen. Ja, ich würde sagen 85. Oh, das ist schon wieder ein Kaninchen in der Falle. Das lädt sogar noch. Sollen wir das im Arm? Soll man ein Kaninchen auch großziehen? Kannst auch in der. Im Stall dann. Ja, kann man auch. Deswegen. Ist was da haben. Zwei blöde Wölfe da vorne. Da würde man gerne mal eine Granate raufwerfen. Gucken, ob man beide Wölfe dann mit einem Schwung wegkriegt. Ich zieh lieber mal mein Hemd an. Nö. Warm, 22 Grad. Oh, wir waren heute beim Kinderschwimmen mit unserem Großen. Die hatten da gefühlt 40 Grad drin. Das konntest du nicht aushalten. Und echt viel zu warm. Schwitze so vom Nix zum Rumsitzen. Hast dann noch das hier, die Kleine auf dem Schoß. Boah, zusätzliche Wärmequelle. Alle Achtung. Aber schwierig tatsächlich an Schwimmkurse ranzukommen. Ne? Das ist tatsächlich dann. Kann man froh sein, aktuell scheinbar, wenn man. Was? Wenn man einen Schwimmkurs kriegt. Ja, wenn man an der Küste wohnt, sollte man schon einen Schwimmkurs haben, ja? Ja. Ja, generell sollte man schwimmen können mit seinen Kindern, finde ich. Es gibt ja immer noch, ne, Nichtschwimmer. Weil da ist auch einer von euch dabei, ne, der nicht schwimmen kann im Chat oder ihr, ich weiß es nicht. Weil teilweise, ne, wenn man es nicht gelernt hat, ist ja teilweise tatsächlich so. Ich habe Diploma A. Ich kann auch schwimmen. Also, was heißt das?
glaube, fast 2 Jahren nicht mehr geschwommen. Wieder verlernt. Das verlernt man zum Glück nicht. Sie Fahrrad fahren, ne? Nö. Aber. Also da, wo ich gerade bin, sind ein Haufen Kisten. Ja, damit. Wir brauchen Nägel ohne Ende. Hier auf dem Felsen ist bei uns auch mal vorne eine. Mit ein bisschen Waffenteile. Na, zum Thema Schwimmen. Ich habe in meiner Jugend Rettungsschwimmer gemacht. Oh. Ja, der Kurs von uns ist auch von der DLRG und war wirklich schwer anzukommen. Normalerweise 2 Jahre Wartezeit und irgendwie hatten wir Glück, dass jetzt wohl welche abgesprungen sind oder die einen weiteren Kurs aufgebaut haben. Und ja, da waren wir heute. Das erste Mal. Vulkanschnecke muss schwimmen können, das ist auch klar. Generell, wie gesagt, kann man es nur jedem empfehlen und natürlich auch den Eltern, da auch nicht die Verantwortung abzudrücken, wegzudrücken nach dem Motto, das lernen die schon in der Schule. Da würde ich heutzutage nicht mehr unbedingt drauf bauen, lieber selbst in die Hand nehmen und selbst mal mit dem Kind schwimmen gehen oder halt selbst drum bemühen, irgendwie einen Kurs zu kriegen. Ah, Level 2. Ja, weil die, also schon zu meiner Zeit waren die Richtlinien, damit die Schule schwimmen gehen kann, ein Horror. Horrortraining. Ja, da gehst du mit einer Klasse mit 3 Mann los zum Schwimmen und da brauchst du 6 Lehrer dafür. Was soll denn der Scheiß? Also. Ja. Im normalen Sportunterricht kann der eine Lehrer 60 Schüler beaufsichtigen, aber wenn es ums Baden geht, muss das Verhältnis genau andersrum sein. Ja, ein bisschen mehr aufpassen macht vielleicht Sinn. Normalerweise ist ja trotzdem auch noch ein Standard-Bademeister da. Normalerweise war zumindest bei uns meistens so. Ja, im Grunde hat ja das Heimbad oder das Freibad einen eigenen Bademeister. Also es wäre ja schon mal so eine Aussicht zusätzlich ja eh da. Ja. Salazar, es geht um den Weg. Obwohl. Ja, gut, wir waren meistens mit der Parallelklasse noch. Auf Gold hatte ich keinen Bock mehr zu. Naja, aber bei mir war das wirklich so, dass der Schlüssel, also der Lehrerschlüssel, es ging nicht um den Weg in dem Moment. Busse waren ja da, aber wenn ich für eine Schulklasse mit 20 Mann mit mal 4 Lehrer brauche, wo sollen das hin? Was, 4 Stück? Also wenn wir mit der Para waren, dann war die Lehrerin von der Parallelklasse noch mit und das war's dann. So, Chicken gefangen, wir bauen jetzt gleich den Chickenstall. Wir hatten mit Schülerschwimmen hatten wir ein Klass von 25 mit nur 1 oder 2 Lehrer. Ja, wie gesagt, das war ja also halt mittlerweile über 30 Jahre her bei mir, ne? Ja, von mir aus war es auch 20. 20, 25 Jahre. Ja, trotzdem hört man immer wieder, dass Leute nicht richtig schwimmen können, das nicht gelernt haben, wie auch immer. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, aber ja, dann vielleicht die Eltern, die es aber vielleicht selber auch gar nicht konnten, also es auch gar nicht in die Hand nehmen können. Das ist nicht ganz einfach. Es ist einfach die Frage der Möglichkeit. Genau. Ich sag jetzt mal, ich hatte wirklich, bei uns war das so, dass während der gesamten Zeit, wo das Freibad offen war, der Sportverein wirklich 2-mal die Woche hingefahren ist zum Freibad. Es waren ja trotzdem immer noch über 10 Kilometer entfernt. Aber trotzdem ging das dann ja, ne? Ja, Mitglied im Sportverein und schon war das quasi nur 1 Euro Aufwand pro Tag für den Bus, weißt du? Ja. Und somit waren wir quasi auf dem Nachmittag alle wieder zusammen. Weil in der Jugend bist du ja quasi doch bei uns, war ein automatisch Sportvereinmitglied gewesen. Ja, auf dem Dorf. Häufig so, das stimmt. Wo ist der Stall klein und muss der auf einer Plattform stehen? Aber der Stall kann hier gar nicht stehen. Warum kann ich hier nicht stehen? Vielleicht so weit weg von der Base-Einheit oder was?
Ja, das ist so weit weg von der Base-Einheit. Gut, dann werden wir den Stall wohl hier hinstellen müssen. Ans Wasser hier vorne oder so. Schlimm, ne? Oder? Hätte ich gewusst, dass wir da auch nur so einen beschränkten Gram haben. Ja, können wir das ganze Holz, was wir hier haben, dann doch als rundherum benutzen. Na gut, ich sehe, wir sind über die Zeit. Nächste Folge, ne? Vielen Dank, bis dann und tschüss.